Es ist kein Geheimnis, dass Krähen nicht nur schlau und gerissen, sondern auch verspielt und schelmisch sind. Sie können Werkzeuge einsetzen, um schwierige Probleme zu lösen, haben ein ausgezeichnetes Langzeitgedächtnis und können Geräusche genau imitieren. Hast du schon einmal gesehen, wie eine Krähe Möwen überlistet und ihnen ihr Futter überlässt? Glaubst du, dass eine Krähe einen Schwarzmilan töten kann? Wenn du die schlauen und erstaunlichen Krähen in Aktion sehen willst, dann schau weiter. Denn wir schauen uns 51 Mal an, wie Krähen ihre Feinde angegriffen haben. Krähe gegen Ratte. Eine Krähe wird dabei beobachtet, wie sie eine kleine Ratte auf einem Parkplatz aufpickt. Wir sehen nicht, wie der Kampf ausgeht, aber ich setze mein Geld auf die Krähe. Krähen sind viel größer als Ratten und haben einen Größenvorteil. Außerdem haben sie einen extrem spitzen Schnabel, der viel Schaden anrichten kann. Die Ratte hat nichts von alledem und kann nur versuchen zu entkommen. Diese Ratte wird nicht kampflos gegen eine Krähe untergehen. Die Krähe versucht mehrmals, die Ratte am Schwanz zu packen und an ihr zu ziehen. Nach vielen Versuchen ist die Ratte geschwächt und die Krähe flieht mit dem Nager im Schnabel gefangen. Ich vermute, dass sie auf dem Weg zu ihrem Nest ist oder ein besseres Versteck sucht, wo sie die Ratte vor den anderen Krähen verstecken kann. Eine andere Krähe wird dabei beobachtet, wie sie sich an einer Ratte vergreift. Und es ist offensichtlich, dass der Vogel im Vorteil ist. Aber man weiß nie, wie es ausgeht, bis es vorbei ist. Vor allem, wenn es sich um ein kämpferisches und widerstandsfähiges Lebewesen wie diese Ratte handelt. Man sieht eine Krähe mit einer Ratte im Schnabel auf einer Mauer hocken. Sie versucht, den Nager zu verschlucken, aber das ist leichter gesagt als getan. Das Töten ist erledigt, aber wenn sie es nicht fressen kann, war die ganze Arbeit umsonst. Diese Krähe versucht, eine Ratte anzugreifen und es scheint, als würde sie die Ratte immer mit der gleichen Technik am Schwanz packen. Aber das klappt nie. Wenn Krähen bei ihrem Versuch, Ratten zu töten, erfolgreich sein wollen, sollten sie ihre Angriffsstrategien überdenken. Vielleicht ist es an der Zeit, ein internationales Treffen der Krähen einzuberufen, damit sie dieses riesige Problem in Ordnung bringen können. Eine weitere kleine Ratte beißt in den Schnabel einer Krähe. Nachdem sie mehrmals versucht hat, die Ratte am Schwanz zu packen, ersticht die Krähe den Nager schließlich zu Tode. Das ist eine Krähe, die schnell zugreift, wenn sie sieht, dass die Schwanzstrategie ins Leere läuft. Krähe vs. Fisch. Eine großschnäblige Krähe landete plötzlich und stürzte sich auf eine geschwächte Kriegente. Man sieht, wie die Krähe Fleischstücke aus der bald toten Kriegente reißt. Das muss sich gut anfühlen. Und das ist die Wahrheit. Eine Großschnabelkrähe entdeckt einen verlassenen Entenkadaver und kümmerte sich sofort um ihn. Die Ursache für den Tod der Ente ist nicht bekannt. Aber in der Nähe gibt es Blässhühner. Und dieser Teich ist ein Durchgangsort für Krähen. Daher ist es seltsam, dass der Kadaver so lange vernachlässigt wurde. Krähe gegen Katze. Eine Krähe sieht eine Katze beim Fressen und kommt, um auf dem Rücken der Katze zu picken. Die Katze dreht sich um und verscheucht die Krähe, aber der Vogel kommt zurück und will mehr. Je mehr ich sehe, wie sich Krähen verhalten, desto mehr kann ich sagen, dass sie ein natürliches Talent dafür haben, andere Tiere zu ärgern. Vor allem, wenn es um Futter geht. Außerdem sind sie extrem stur und tun fast alles, um zu bekommen, was sie wollen. Krähen sind lästige Vögel und du kannst in diesem Video sehen, warum. Eine Krähe beschließt, eine Katze zu belästigen, die sich entspannen will. Die Krähe sollte besser vorsichtig sein, falls die Katze sich aufregt und sie angreift. Sonst könnte sie mit ihrem Leben bezahlen. Als die beiden Katzen beschließen, einen spielerischen Kampf auszutragen, hat diese Krähe das Bedürfnis, den Kampf zu schlichten und bleibt einige Zentimeter von den Katzen entfernt, um sicherzustellen, dass der Kampf fair verläuft. Ich bin überrascht, dass die Katzen die Krähen ignorieren und weiterspielen. Ich kann nicht leugnen, dass diese Krähe mutig ist. Krähe gegen Adler. In einem Park in Higashi Ward, Sapporo, wurde ein Mann Zeuge, wie einige Krähen einen Seeadler umkreisten. Die Krähen schienen den Seeadler zu ärgern. Das Eis begann zu schmelzen und wenn der Frühling kommt und das Eis verschwunden ist, werden die Enten kommen, sodass der Seeadler den Park wahrscheinlich verlassen wird. Aber im Moment war der Adler nicht in guter Gesellschaft. Nachdem ein Seeadler ein Kormoranweibchen erbeutet und getötet hatte, wurde er von einigen hungrigen Krähen umringt, die ein Stück der Beute haben wollten. Der Adler ließ sich davon nicht beeindrucken und blieb ruhig auf seiner Beute sitzen, wobei er ab und zu einen Bissen davon abbekam, während er darauf achtete, dass die Krähen auf Abstand blieben. Ein großer Krähenmord wird durch den ersten Kälteeinbruch des Winters eingeläutet und zieht das Interesse eines Weißkopfseeadlers auf sich, gerade als das Goodyear-Luftschiff über die Gegend fliegt. Wie seltsam ist das denn? Krähen und Adler vertragen sich normalerweise nicht, wie du im Video sehen kannst. Es ist immer ein seltenes Vergnügen, einen Adler aufsteigen zu sehen. Aber das Goodyear-Luftschiff zur gleichen Zeit in Sichtweite zu haben, ist viel zu auffällig, um das zu begreifen. Krähe gegen Schlange.
Während dieses Gerangels übernahm die Krähe langsam den Kampf und zehrte schließlich am Schwanz der Schlange. Aber das war's dann auch schon, als die Krähe aus irgendeinem Grund beschloss, den Kampf aufzugeben und abzuhauen. Ich habe schon viel zu oft gesehen, dass Krähen das tun, ohne dass ich ihre Beweggründe verstehe. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie Unruhestifter sind. Und wenn sie erst einmal Ärger gemacht haben, hauen sie einfach ab. Wie fies ist das denn? In diesem Video greift die Luftwaffe ein Schlangen-U-Boot im Wasser an. Nachdem sie die Schlange mehrmals ins Wasser gestochen haben, schlittert das Reptil zum Ufer, um zu entkommen. Aber die zwei Krähen sind unerbittlich und folgen ihr dorthin. Es sieht so aus, als ob das Schlangen-U-Boot nicht untertauchen kann und vernichtet wird. In diesem Video entdeckt eine Krähe eine Schlange, aber anstatt sie anzugreifen, hält sie ihr eine Standpauke und sagt dem Reptil, dass es in der Gegend nicht willkommen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das Reptil das versteht, aber ich schätze, die Krähe fand, dass es einen Versuch wert sein könnte. In diesem Video sieht man, wie eine andere Krähe eine Schlange belästigt, indem sie am Schwanz der Schlange zieht. Aus unbekannten Gründen beschließt die Krähe, den Kampf abzubrechen und in den Himmel zu fliegen. Zwei Krähen verbünden sich in diesem Video mit einer kleinen Schlange und schlagen abwechselnd auf sie ein. Aber die Schlange ist voller Energie und kontert energisch. Aber wird das reichen, um die ständigen Angriffe der fiesen Vögel zu überleben? Ich bezweifle es ernsthaft. Dieses Mal ist die Schlange, gegen die die Krähe antritt, kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist eine Kobra und ein einziger Schlag könnte tödlich sein. Die Krähe steht ihren Mann und scheint keine Angst zu haben, aber sie muss vorsichtig sein, wenn sie überleben will. Wenn die Kobra schafft, die Krähe zu treffen, ist das Spiel vorbei. Die kleine Schlange muss in diesem Video den Zorn einer fiesen Krähe ertragen. Die Krähe greift die kleine Schlange an und zerfleischt sie, die nur versucht, sich in Sicherheit zu bringen. Die Krähe ist unerbittlich und lässt der Schlange nicht eine Sekunde Zeit zum Atmen. Noch ein paar Sekunden mehr und die Schlange ist erledigt. Eine Krähe auf Beutezug findet eine Schlange im Gras und zieht sie heraus, sodass sie näher an den Vogel herankommt und er sie erlegen und seinen Snack essen kann. Krähe gegen Igel. Ich glaube nicht, dass dieser Igel etwas spürt, wenn eine Krähe ihren Schnabel in den Rücken des Tieres stößt. Der Igel ist durstig und kippt nur die Wasserschale um, damit er seinen Durst stillen kann. Die Krähe scheint das geringste seiner Probleme zu sein. Dieser Rücken ist wie ein Schutzpanzer für den Igel. In diesem Video wird ein Igel von einer lästigen Krähe belästigt, aber er wehrt sich nicht und läuft weiter von dem schwarzen Vogel weg. Igel sind angriffslustige kleine Kreaturen, die einigen Schaden anrichten können, wenn sie wollen. Also sollte diese Krähe besser vorsichtig sein. Auch wenn es in diesem Video so aussieht, als hätte die Krähe den toten Igel massakriert, ist das nicht der Fall. Das Tier ist ein überfahrenes Tier, das die Krähe zufällig beim Überfliegen entdeckt hat. Der Igel wurde von einem vorbeifahrenden Auto zerquetscht, das das Tier beim Überqueren der Straße nicht gesehen hatte. Krähe schikanierte Möwe. Möwen sind nicht zimperlich, aber es sieht so aus, als hätte diese Krähe die Möwe auf dem Kieker, denn sie packt den Vogel immer wieder in den Flügel. Die Möwe scheint schwach und nicht in der Lage zu sein, sich zu wehren, was überraschend ist. Eine weitere Krähe kommt hinzu und das Massaker geht weiter. Die Möwe versucht wegzufliegen, aber ihre Flügel sind so beschädigt, dass sie es nicht kann. Ich glaube, das ist das Ende für die Möwe. In diesem Video zerfleischen ein paar Krähen eine Möwe und wieder einmal kann die Möwe nicht fliegen. Die Krähen haben ganze Arbeit geleistet, um ihre Beute zu zerlegen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Möwe nicht mehr da ist. In diesem Video ist eine Krähe in der Unterzahl, als vier Möwen hinter demselben Keks her sind. Aber die Krähe lenkt die Möwen ab, bis sie nah genug dran ist, um den Keks zu stehlen und abzuhauen. Krähen gehören zu den intelligentesten Tieren der Welt. Und diese Krähe hat es gerade bewiesen. Sie lenkte die Möwen ab, bis sie den Keks vergaßen und schnappte ihn sich dann direkt vor ihren Augen. Eine Gruppe von Krähen stürzte sich auf eine Möwe am Strand. Die Krähen umzingeln die Möwe und greifen abwechselnd die Flügel des Vogels an. Das ist ein strategischer Zug, denn die Krähen wissen, dass die Flügel des Vogels die einzige Möglichkeit sind zu entkommen. Diesmal gelingt es der Möwe abzuhauen, bevor die Krähen zu viel Schaden anrichten können. Aber sie verfolgen die Möwe in der Hoffnung, sie zu Fall zu bringen. Als die Möwe merkt, dass sie in der Unterzahl ist, wartet sie nicht, bis es zu spät ist, sondern flieht sofort, um ihre Haut zu retten. Aber die Krähen verfolgen den Vogel. Ich weiß nicht, welche der beiden Arten schneller ist, aber das ist auch egal, denn wir sehen nicht, wie das Ganze ausgeht. Krähe beißt Hund in den Schwanz. Dieses Video ist ein weiteres Beispiel dafür, wie lästig Krähen sind. Und ich muss sagen, es ist ziemlich mutig von ihr. Diese Krähe beißt den Hund in den Schwanz, nur so zum Spaß. Aber als der Hund sieht, dass die Krähe weiter in der Nähe bleibt, verjagt er den Vogel.
Diese Krähe beißt den Hund in den Hintern und springt ein paar Mal auf und ab, um der Vergeltung des Hundes zu entgehen. Nach einer kurzen Rangelei sieht man den Hund abhauen, was Hunde ebenso tun, wenn sie sich unwohl fühlen. Zum Beispiel bei Analdrüsenproblemen, Allergien oder Reizungen. Ein Tag am Strand nimmt eine unerwartete Wendung, als eine Krähe den Schwanz eines sitzenden Hundes entdeckt. Autsch, sagt der Hund, nachdem er durch den Biss der Krähe aufgeschreckt wurde. Oh je, Krähen sind Plagegeister. Diese Krähe macht sich auf die Suche nach Ärger. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern so lange, bis der Hund bleibt, wo er ist. Ich schätze, es sieht schlimmer aus, als es ist, denn der Hund flippt gar nicht aus. Krähe schikaniert Falke. Diese Krähen versuchen, eines ihrer Jungen zu retten, nachdem ein Habicht es geschnappt hat. Der Falke sitzt auf dem Dach und hat die kleine Krähe im Schnabel. Die Angriffe der Krähen schüchtern den Falken nicht ein und er bleibt genau dort, wo er ist, obwohl die Krähen ihn weiter schikanieren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Krähen größere Raubvögel belästigen, um deren Nahrung zu stehlen. Der Falke in diesem Video ist noch jung und die Krähen nutzen seine Unerfahrenheit energisch aus, indem sie ihn ständig angreifen. Trotzdem verteidigt der Falke seinen Welzen mit seinen scharfen Krallen und seinem kräftigen Schnabel. Trotzdem bleibt die Frage, warum sollten kleinere Vögel das Risiko eingehen, ein so großes Raubtier anzugreifen und sich dabei zu verletzen oder gar zu töten, wenn es doch so viel Nahrung gibt? Wenn ein Falke eine Krähe angreift und sich an ihr festhält, schwebt ein ganzer Mob von Krähen über dem Falken und zwingt den Raubvogel, das Schiff zu verlassen und auf einen benachbarten Baum zu fliegen. Ich mag es, wie die Krähen auf sich selbst aufpassen. Es ist cool, dass sie nicht zulassen, dass ihre eigenen Artgenossen von anderen Raubtieren getötet werden. Krähen im Kampf. Gerade habe ich noch gesagt, wie toll es ist, wenn Krähen sich gegenseitig in Not helfen. Und in diesem Video versuchen zwei Krähen, sich gegenseitig zu töten. Ich denke, ich musste diese Aussage machen, damit dieses Video erscheint. Eine der Krähen im Video ist eindeutig stärker als die andere, da sie sie mit Leichtigkeit auf den Boden drückt. Als zwei Krähen in ein grobes Handgemenge geraten, sieht eine dritte Krähe zu, will sich aber nicht einmischen. Der Vogel bleibt neutral, während seine Freunde versuchen, wichtige Angelegenheiten zu klären. In diesem Video findet ein weiterer Ringkampf statt, dieses Mal auf der Straße. Beide Krähen versuchen, ihren Gegner zu Boden zu drücken, aber der Kampf ist so ausgeglichen, dass keiner der Vögel stark genug ist, um den anderen festzuhalten. Drei Krähen geraten in einen königlichen Kampf, als sie eine Meinungsverschiedenheit haben, aber zwei der Krähen gehen auf die dritte los und ich muss sagen, sie halten sich nicht zurück. Dieser Vogel wird ermordet und jemand muss den Notruf wählen. Krähe gegen Fisch. Diese Krähe hat Lust auf Fisch und packt den Stier sozusagen an den Hörnern, als sie auf einem halbgefrorenen Gewässer einen Fisch aus dem Wasser zieht. Der Vogel ist zu sehen, wie er seine Mahlzeit auf dem noch gefrorenen Teil des Sees verspeist. Diese Krähe erinnert mich an einen Grizzlybären, der nach Lachsen fischt. Er steht in der Nähe der kleinen Wasserfälle und hofft, einen oder zwei Fische zu ergattern, was ihm letztendlich auch gelingt. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Intelligenz dieses Vogels. Krähe versus Krebs. Der Panzer dieser winzigen Krabbe reicht nicht aus, um sich vor den Angriffen dieser Krähe zu schützen. Und sie wurde zum Futter des Vogels. Die Krähe macht sich danach auf die Suche nach weiteren Krabben. Ein Mann fand einen Ort, an dem sich Krabben und Krähen einen Kampf auf Leben und Tod liefern. Man könnte meinen, die Krähe hätte es leicht, aber das ist nicht der Fall. Die Krabbe setzt ihre Zangen ein, um sich zu verteidigen und schafft es, die Krähe auf Abstand zu halten. Krähe gegen Schwarzmilan. In diesem Video versucht eine Krähe, einen Schwarzmilan zu ertränken. Der große Schwarm von Krähen brüllt am Himmel. Ich bin schockiert über die Aggressivität und Kraft der Krähe. Am Ende wirft jemand in der Nähe einen Kieselstein auf die Krähe, um den Drachen zu retten. Bei einem Kampf zwischen einem Schwarzmilan und einer Krähe wäre es leicht, den Schwarzmilan als Sieger zu küren. Und obwohl der Schwarzmilan der stärkere von beiden ist, sieht es in diesem Video fast so aus, als würde die Krähe ihren Gegner verhöhnen. Der Fischadler ist kein Spielverderber. Er ist ein Raubvogel, der in der Lage sein sollte, eine Krähe leicht zu töten. Aber in diesem Video scheint der Fischadler so sehr damit beschäftigt zu sein, seine Mahlzeit zu genießen, dass er sich nicht um die Krähe kümmert, die sie ihm wegnehmen will. Wie seltsam! Der Fischadler könnte die Krähe leicht töten und dann den Fisch weiteressen. Aber stattdessen erträgt er es, dass die Krähe ständig an seinem Flügel zieht. Als diese männlichen Fasane kämpften, flog eine Krähe heran und verursachte einen großen Aufruhr. Die Krähe schnappte sich einen der Schwänze der Fasans und zog daran. Krähen kümmern sich nie um ihre eigenen Angelegenheiten. Und selbst wenn sie von anderen Tieren nicht belästigt werden, sind sie auf der Suche nach Ärger. Krähenfraß. Es ist schwer zu sagen, was diese Krähe frisst, aber ich kann bestätigen, dass es eine Raupe ist. Ich schätze, wenn es keine Tiere gibt, die sie stören oder keine Beute, die es wert ist, verfolgt zu werden, suchen Krähen nach dem nächstbesten, nämlich nach schleimigen Insekten. Eine Krähe fraß in einem Kiefernwald einen Brauohrbühlbühl. Sie hielt den Bühlbühl in ihrem Maul und flog auf einen hohen Kiefernzweig, damit die anderen Krähen in der Nähe ihn den kleinen Vogel nicht wegschnappen konnten. Ich finde Krähen fies, aber ich kann nicht leugnen, dass sie extrem clever sind. Ich fand es einfach toll, wie diese Krähe die Möwe ablenken konnte, um ihnen einen Keks zu stehlen.
Welches war dein Favorit? Verrat es uns doch in den Kommentaren unten. Das war unser Blick auf 51 Fälle, in denen Krähen ihre Feinde angegriffen haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.